Holiday Island bei Magdare. Oh ja, hallöchen Leute und willkommen zu Game Globe, den einzig wahren, genialen Game Globe. Das ist übrigens ein Browserspiel. Ja, ja, sieht gut aus für ein Browserspiel, oder? Gibst du es zu? Okay, danke. Ja, ihr fragt euch jetzt vielleicht, was ist das für ein Scheißspiel und wieso kommt das jetzt? Was hat's damit auf sich? Nun ja, irgendwas mit Piraten und Schlachten und Springen. Ja genau, ich erzähle jetzt kurz, bevor ich hier weitermache. Ich muss eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar wisst ihr ja vielleicht, ich hatte einen Let's Play Channel, bevor ich mit MOG und mit MOP angefangen habe, also mit meinen beiden Pilzen hier, war ich ja mal auf einem Let's Play Channel meine ersten paar Monate auf YouTube unterwegs, aber da war ich ziemlich deprimiert, weil wenig Zuschauer und so, und naja, und da hatte ich auch ein Let's Player Level Game Globe, und das war die einzige Chance für mich, nur Zuschauer zu erhalten, aber es war auch cool, es waren Let's Player Levels immer eine schöne Sache, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich habe heute auf meinen alten Kanal nochmal geschaut, Featuring Games, und da habe ich gesehen, dass die ganzen Videos von damals, die sind nicht gelöscht, sondern nur auf privat gestellt gewesen. Das heißt, ich konnte sie wieder auf öffentlich stellen und da wieder ein bisschen reinschauen. Da dachte ich mir, oh, Game Globe war schon cool damals, da sollst du mal wieder ein Part aufnehmen. Ja, weil ich habe einfach aufgehört. Ich habe die Community einfach im Stich gelassen. Es tut mir leid, aber es ist nun mal so. Ja, und jetzt spiele ich wieder Game Globe. Und ich packe euch da auch mal zwei Videos in die Beschreibung. Mal einen regulären Let's Play oder Game Level Game Globe Part und einen Part da, wo ich, oder vier Parts, den ersten davon halt, wo ich dann ein Level darin gebaut habe. Weil in Game Globe ist das Geile. Okay. Ich erinnere mich an das Level. Das ist übrigens mein Lieblingslevel. Bei Game Globe ist das Schöne, da kann halt jeder so, man hat unendlich viele Möglichkeiten, um sich seine eigenen Welten zu bauen. Das ist quasi so Jump'n'Run. Man kann auch ein bisschen schlagen, aber hauptsächlich Jump'n'Run. Man kann da halt alles selber bauen und das ist ziemlich geil und innovativ. Und ja, deswegen dachte ich mir, mache ich das mal wieder. In Erinnerung an die guten alten Zeiten damals. Und das war mein Lieblingslevel, erinnere ich mich noch. Und deswegen wollte ich das spielen. Vorher hat mir der Vince LP, bis heute noch ein treuer Zuschauer, das freut mich, dass von damals noch mit rübergekommen. Genau, der hat mir ein Level von dem Freenux vorgeschlagen, aber das war mir dann zu komplex. Ich habe da nichts gefunden, deswegen, nee, dachte ich mir, ich stelle euch mein Lieblingslevel vor. Ich glaube, ich packe euch mal den Part, als ich das damals zum ersten Mal gespielt habe, die Beschreibung. Oh, das ist schön, dann könnt ihr das Ganze mal so vergleichen, was sich so getan hat von damals bis heute. Und da ist das Seil, da war ich gefangen, oh nein, wie ein Trottel. Ja, ich war ein voll lustiger Kerl damals. Hey, war das Bootsguss da damals auch schon? Ich glaube nicht. Das ist neu, du bist neu, oder? Bist du neu hier? Okay. Den bewerfen wir mit Steinen, sobald wir Steine haben. Es gibt keine Steine zum Werfen. Aber man kann Schneebälle werfen. Man kann auch Waffen aufheben. Man kann sich auch mit so einem Typ nach vorn prügeln. Du Bastard! Was stimmt nicht mit dir? Okay, ja, und man sieht schon hier in der Welt, in dem Holiday Island, irgendwas stimmt hier nicht. Denn da, der Baum hat auf einmal Augen und... Wo kommt's auf einmal her? Ich wollte ja doch nur Urlaub machen. Ja, das sehe ich auch immer. Und ich spiele übrigens einen coolen Indiana Jones Verschnitt. Gibt's voll coole Outfits und so. Und die Wache wollte ich... Ich habe einen Bug entdeckt. Ich bin im Wasser. Fuck! Raus aus dem Wasser, du Trottel. Okay, jetzt sollte ich mal ein bisschen normal spielen, damit ihr das Spiel auch auf euch wirken lassen könnt. Davon werde ich, denke ich, dann auch immer mal wieder ein Part machen, weil es wirklich ein schönes Spiel ist, das für mich komplett in Vergessenheit geraten ist, aber mein Herz hängt doch dran an dem Spiel, auch wenn es ein Browserspiel ist. Und vielleicht gefällt es euch ja, ihr könnt euch ja mal ein bisschen umschauen, ja, Werbung, Werbung, Werbung. Ja. Genau, aber der Grund, warum ich dann auch zum Teil weggegangen bin, war, weil ich halt mit MOG angefangen habe und bei dem Spiel ist dann so in die Richtung gegangen, wie halt die meisten Browser-Spiele. Es war damals noch zur Hälfte im Besitz von Big Points, hat sich ja, soweit ich gelesen habe, geändert. Es gehört halt jetzt komplett Square Enix. Deswegen wurde es halt immer kostenpflichtiger, musste für alles zahlen und das war dann eine Richtung, die mir nicht so gefallen hat. Und das war MOG halt noch, der jetzt 12.000 Abonnenten hat. Ja. Verdammte Scheiße, ich hasse Feuer. Mein alter Erzfeind ist wieder zurück und ich bin auch wieder da. Alles wie damals, nur besser. Der gute Fisch, der war doch so köstlich. Ich hätte ihn verspeist und ich muss hier irgendwie... Genau, ich muss ja die Teile von meiner Seele finden. Ausrufezeichen, hast du einen Teil von meiner Seele für mich am Start? Okay, bekämpfe die bösen Teile deiner selbst. Okay, ein Skelett. Oh, Hallöchen, du Skelett. Und, pam, 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 es wäre echt knocke, wenn ich eine Waffe hätte, aber man kann ja nicht alles haben. Deswegen hau ich die einfach so aufs Maul und wenn ich so von oben runterspringe, dann macht das voll imber viel Schaden, weil ich dann voll super bin, wenn ich treffe, was ich aber nicht tue, aber egal, dem hau ich so aufs Maul. Boah, ich hab so voll draus, voll raus mit dem Kampfsystem, also unglaublich, unglaublich, sage ich euch, unglaublich. Und genau, bei dem alten Kanal, so Featuring Games, den ich euch auch in die Beschreibung reinpacke. Die Beschreibung ist voll mit alten Links in die Vergangenheit. Da gibt's sogar noch so Parts, zum Beispiel ein paar Mass Effect Parts oder Super Mario Land 2. Das war damals, das ist nie wirklich veröffentlicht worden. Das ist alles, sozusagen die, wie soll ich sagen, Bonusmaterial.
Deleted Scenes, irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist es voll exklusiv und ich sehe fast gar nichts. Hallöchen? Irgendwas? Na, gehe ich mal da rein. Na. Ich bin ein Indiana Jones Typ und das Schiff, es leuchtet. Es leuchtet! Großer Gott. War das jetzt meine Seele? Seele? Ich glaube schon, oder? Sieht aber echt eklig aus. Moment, Ausrufezeichen. Ich will zum Ausrufezeichen. Das Ausrufezeichen hilft mir bestimmt weiter. Und springen kommt man übrigens am schnellsten durchs Wasser. Das ist eine sehr gute Methode zum Schwimmen. Solltet ihr auch mal versuchen, wenn ihr im Schwimmbad seid oder so, springt einfach durchs Wasser. Dadurch seid ihr viel schneller unterwegs als mit Schwimmen. Das machen auch die Hardcore-Elite-Superschwimmer. Die springen auch in Wirklichkeit nur. Und fuck, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Es ist viel zu dunkel. Ich glaube, ich hätte nicht von dem Schiff weggehen sollen. Fuck. Nee. So, jetzt aber. Okay, jetzt? Nee? Nicht? Komm schon. Komm schon. Also, irgendwas mache ich falsch. Nee, ich glaube, ich muss da nochmal zurück. Das war jetzt nicht so gut. Was mache ich denn hier? Okay, du leuchtest, du Schiff. Du hast doch irgendwas für mich. Leuchten ist doch immer ein Zeichen dafür, dass ich hier richtig bin. Ach, jetzt auf einmal. Okay, ja, ist okay. Das merke ich mir. Vielleicht werde ich da auch mal wieder ein Level bauen. Mal schauen. Das lassen wir alles ganz geschmeidig auf uns zukommen. Und sagt mir doch mal, was ihr davon haltet, wenn ihr euch ein bisschen informiert habt. Vorher nicht, aber ihr könnt auch so. Also wie gesagt, ist halt alles so selber gebaut mit dem Editor. Das ist ziemlich intuitiv. Da kann man viel bessere Sachen bauen als in Minecraft. Und das ist viel cooler. Aber es kennt fast keinen Arsch. Und das ist ein bisschen traurig. Deswegen, sagt mir, was ihr davon haltet. Ihr seht ja, was man damit alles machen kann. Mit Skripten und alles Mögliche. Okay, und jetzt hau ich mal den Pumpkin kaputt. Pumpkin, stirb! Okay, und du gehst kaputt. Pau, mein Freund, du bist down. Okay. Und stirbst du? Okay, du bist tot. Ah, da hinten ist doch einer. Komm mal her, mein hübscher Geselle, du. Was hältst du von Pilzen, du Kürbis? Ich hasse Kürbisse. Ihr müsst wissen, Pilze sind richtige Kürbisrassisten. Die mögen sowas nicht. Nee, das ist echt... Nee. Einfach nee. Okay, ich bewege mich. Hilfe! Okay, ich glaube, ich habe es jetzt auch dann bald geschafft. Aber das ist auch ganz gut. Dann ist es kein so langer Part. So, Jump Challenge. Ich habe wieder ein Piece of my Soul. Ist meine Seele jetzt komplett, oder? Irgendwie war ich beim letzten Mal da, hatte ich das Ganze besser unter Kontrolle. Nee, 3 von 4 Stücke von meiner Seele. Okay, ein Stückchen Seele fehlt mir noch. Seele, ich möchte meine Seele wieder. Sonst bin ich nur ein Zombie. Oh, hallo Piratenmensch, wie geht's dir? Geht's dir gut? Bin ich super. Okay, hast du das gesehen? Du hast es gesehen, du Arsch, gib es zu. Na, stirb. Okay, ich behaupte mal, ich muss in das Haus hier rein. Black. 2D-Challenge, hooray. Ich sehe fast nichts, hooray. Ich sehe echt fast nichts, verdammt. Aber das werde ich euch dann, denke ich, im Video alles ein bisschen heller machen, damit ihr auch ein bisschen was erkennen könnt. Ich bin ja ein netter Mensch. Ich lege sehr viel Wert darauf, dass die Zuschauer sehen, was ich so mache. Im Vergleich zu mir. Ich bin tot, oder? Fortfahren, okay. Okay. Und, ja, man hat immer nur 3 Leben. Okay, da ist die bewegende Plattform. Die erkenne ich ganz grob die Umrisse davon. Aber es scheint auch ein bisschen die Sonne. Deswegen ist das ganz klar, dass ich da nicht so viel erkenne, wie es vielleicht vorteilhaft wäre. Und, ja, Baum. Schau mich nicht so an. Fuck! Okay, Konzentration. Oh, wenn ich halt wenigstens was sehen würde. Plattform, kommst du? Bist du da? Okay. Darüber. Und dahin. Okay, dann will ich darüber. Okay. Wie geht's jetzt weiter? Fuck, ich hab's gerade gesehen. Okay, aber nee, ich gebe nicht auf. Niemals. Daneben noch einmal. Kein Leben mehr. Ja, ich war am Anfang echt besser. Aber da war das Ganze auch heller. Bin ich mir sicher. Ich erinnere mich noch daran. Ja, ist zwar über ein halbes Jahr her, aber ja, ich erinnere mich daran. Wirklich. Ernsthaft. Serious shit. Okay, da ist so ein... Fuck! Ich erkenne nichts. Kann ich das nicht irgendwie heller machen oder so? Nee, kann ich nicht. Ah, okay.
So, aber jetzt. Jetzt werde ich mich mal etwas anders positionieren. Vielleicht sehe ich dann ein bisschen mehr. Nein, das tue ich natürlich nicht. Ich hätte sehen können, wo das Teil hier zu Ende ist. Okay, jetzt. Jetzt habe ich dich. Du Sau, du entkommst mir nicht. Und ich hab's geschafft. Yay, ich habe Peace von meiner Soul. Oh, Leute, das ist ganz schön schwer. Und jetzt bin ich echt schon bei 10 Minuten. Verdammt, ich glaube, am Anfang habe ich 7 Minuten gebraucht. Und jetzt kann ich voll escapen. Ich bin der escapende Indiana Jones Verschnitt. Der escapende Indiana Jones Verschnitt. Oh ja, das wird die neue Single von Emoji. Yeah, ich bin cool. Ja, wirklich. Habe ich es jetzt geschafft? Geschafft? Ja. Wirklich? Nein. Nee, hä? Look at the harbor. Okay. Dann look ich mal at the Hafen. So. Da. Okay, und darüber. Kommt mit den Schlümpfen. Nee, wie geht denn das Schlümpfe-Lied? Ich habe keine Ahnung. Was will ich überhaupt mit den Schlümpfen? Genau, davon ist ja auch ein neuer Film rauskommen. Boah, das sieht so scheiße aus. Die sehen so hässlich aus. Also, nee, ich meine, ich weiß, dass sie viele alte Klassiker wieder irgendwie wiederbeleben wollen, aber... Alles klar. Aber in Form von den Schlümpfen, es sieht einfach schrecklich aus. Ich schaue auf den Scheißhafen. Was ist da? Was gibt's denn da? Wo soll ich denn hin? Ach, das geht da noch... Ach so, hinter dem Schiff geht's noch weiter. Ah, okay, ich glaube, dieses Brückenteil ist jetzt neu entstanden. Das würde Sinn machen, oder? Würde es Sinn machen? Würde? Ja, würde es. Okay. Deswegen schaue ich darüber. Ich bin Indiana Jones mit einem Hut und Sonnenbrille. Weil ich cool bin. Nur Handschuhe habe ich nicht an, weil die Handschuhe sind ziemlich... Na, nee, die sind nicht cool. Ja, verdammte Scheiße, ich schaue doch schon auf den Hafen. Hier ins Boot muss ich rein, oder? Boot? Nee, von hier komme ich. Ja, genau, von hier komme ich. Aber was ist denn jetzt mein Ziel? Also, irgendwie war ich da schon mal klüger in dem Spiel. Aber damals habe ich auch gelesen, was da steht. Zumindest so halbwegs. Nee, Alter. Okay, jetzt, aber ich müsste so ein gelb leuchtendes Teil eigentlich finden. Aber wo ist das? Warum finde ich es nicht? Was stimmt hier nicht? Ja, nee, ich... Oh. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach einen Mantel des Schweigens über die Tatsache, dass ich es so krass übersehen habe. Boot? Machst du Boot? Kann ich auf dich drauf? Boot! Level completed. Danke fürs Spielen. Kein Problem, lieber Magtare. Okay, Leute, und das war's dann mit Game Club. Vielleicht hat's euch gefallen, vielleicht auch nicht. Schaut auf jeden Fall mal in die alten Sachen rein, die sind ziemlich interessant, sagen wir mal. Und ja, dann bis demnächst und tschüss.